Ich hab Platz für Shepard plus zwei. Und schnell, wenn's geht. Der andere Shepard klaut mein Schiff. Aber hat keinen Captain. Keinen Captain, sage ich schon. Keinen Steuermann. Okay. Interessanter Verlauf, muss ich schon sagen. Jetzt geht's also hin zur Normandy und jetzt werden wir dem anderen Shepard mal richtig in den Arsch aufreißen. Wen nehme ich denn mit? Ich weiß es gar nicht so richtig, muss ich zugeben. Eigentlich würde ich schon gern auskosten, dass wir Rex da haben, deswegen würde ich den gern wieder mitnehmen. Ach komm, ich nehme auch mal dasselbe Team wie gerade eben. Das hat schon ganz gut funktioniert. Gleich nochmal. Los geht's. Was? Ich hatte gehofft, mitzudürfen. Ich kenne das. Ich werde auch nie ausgewählt. Joker kommt zurück und holt sie. Versprochen. Finde ich total niedlich, dass sie tatsächlich enttäuscht sind, wenn sie nicht mit dürfen. Okay, jetzt lege ich mir aber tatsächlich mal wieder meinen Gaff-Impulsgewehr an. Und hier unten muss ich auch mal, was hatte ich denn da? Ich glaube hier Bogenpistole, genau. Da haben sie aber auch die Waffen, die Mods rausgenommen, die Schweinehunde. Hatte ich da Durchschlagsmod und Dingens drin? Keine Ahnung, ich mache das einfach mal so. Okay. Na dann, auf geht's. Deshalb hasse ich Landurlaub. Kaum parkt man das Schiff mal 5 Minuten. Können Sie die Citadel-Flugsicherung bitten, denen die Starterlaubnis zu verweigern? Schon probiert. Alle Funkfrequenzen sind gestört. So können Sie mein Schiff leichter stehlen. Wir halten Sie auf. Auch ohne die Normandy können wir zum Rat gehen und beweisen, wer der echte Shepard ist. Nein, er hat die Logs geändert. Seine Biometrik ist jetzt offiziell. Wir können nichts beweisen. Ja, klar. Sind wir uns einig, dass es besser wäre, wenn Shepards böser Klon die Normandy nicht stiehlt? Keine Sorge, Sie kriegen Ihr Schiff wieder. Hoffentlich, wo endlich der Sitz richtig eingestellt ist. Okay, die Citadel-Sicherheit hat das Skycar erfasst. Noch näher und Sie schießen. Zurück und die anderen aufsammeln. Weit können Sie nicht gekommen sein, außer Sie haben ein Taxi genommen. Gibt's jetzt etwa einen Kampf auf der Normandy? Fände ich lustig. Gut, ich muss sowieso was umlegen. Okay. Mag jemand die Treppe, die Leiter nehmen, ja? Sehr gut. Ich mach dann gleich mal ohne Leiter runter. So, verabschiede dich mal da unten hier, Kollege. Wieso geht er denn nicht runter hier? So eine Sauerei. Ach komm. So, diese Schwersoldaten sind schon ein bisschen nervig, ne? Muss ich mal so feststellen. Wow, was? Seid mal nicht so doof hier mit mir. Komm, klauen wir dir erstmal hier kurz dein Schild. Da ist das Ganze doch gleich schon viel bequemer. Ups. So, neuer Versuch. Blöden Schwersoldaten. Wer hat sich da denn schon wieder von reingestürzt? Natürlich ist es Rex. Wer sonst? Hätte mich auch gewundert, wenn es jemand anders gewesen wäre. So. Haben wir noch jemanden hier? Klammer halten und liegen bleiben. Na, aber nicht doch. Ja, ich dich auch. Wir müssen uns beeilen. Die Normandy wird gleich starten. Gut. Dann legen wir mal einen Zahn zu. Was gibt's denn hier Schönes für uns? Wieder ein bisschen Zeug zum Sammeln. Kannst du das bitte mal nehmen, Shepard? Danke. So. Wenn wir starten wollen, dauern die Vorbereitungen eine halbe Stunde. Und die schalten einfach die Triebwerke ein und fliegen los? Vielleicht sollten wir die Startvorbereitungen beim nächsten Mal auch überspringen. Ich ziehe es ernst.
ernsthaft in Erwägung. Schicken Sie eine Warnung an die Normandy. Geht nicht, die Kommunikation wird gestört, schon vergessen. So, ich glaube, jetzt sollten wir es haben, oder? Ach. Kommt, lasst uns auf die Normandy gehen. Ich will auf mein Schiff. Los! Warum hänge ich denn hier so blöd? So, ab geht's. Niemand stiehlt die Normandy. Ich hab doch nicht mal... Moment. Was? Sie haben mich gerade von der Normandy gefeuert. Unehrenhafte Entlassung wegen ungebührlichen Verhaltens. Vom Schiff geworfen und gerade mal genug Zeit, um meine Zahnbürste einzupacken. Haha, die Zahnbürste. Schön. Eine Scission Pro Mark 4. Entfernt mit Masseneffektfeldern Plug und massiert den Gaumen. Ja, hab ich erzählt. Und ich weiß es, weil ich der echte Shepard bin. Und ich wurde gerade vom Schiff geworfen. Das war dann wohl nicht... Shepard hat einen Klon. Durchaus sinnvoll, wenn man's bedenkt. Alles weitere später, aber jetzt... Verschlossen. Die Triebwerke sind online. Sie werden gleich starten. Ist noch jemand an Bord, der uns helfen kann? Nein. Und ich war auch nur wegen der Nachrüstung der Normandy auf der Erde da. Alle anderen haben Landurlaub. Dann muss Samantha uns mal helfen. Aber wie wär's denn mit Edie? Die ist doch eigentlich immer im Schiff zugegen, oder? Okay. Keiner kennt das Schiff besser. Komm ich irgendwie rein? Es gibt eine Notluke für Evakuierungen. Sie müsste genau hier sein. Manuelles Schloss, das nur von der anderen Seite geöffnet werden kann. Vorschläge? Von hier aus vielleicht ein sehr präzises Masseneffektfeld. Die Zahnbürste des Todes. Oh, herrlich. Hätte mir heute früh jemand gesagt, dass eine Zahnbürste die Normandy retten wird, ich wäre skeptisch gewesen. Dieser DLC ist so großartig. Möchten Sie ihn denn nicht selbst ausschalten? Waffenkammer! Findet ihn! Bremst ihn! Ich bin sicher, wir haben beim Öffnen der Luke Trainers Zahnbürste kaputt gemacht. Erinnern Sie mich daran, sie ihr zu ersetzen. Ich mache mir eine Notiz. Bisschen eng hier drin. Ruhe. Sie dürfen uns da oben nicht hören. Ja. Ist schon gut. Also für eine Schleichmission ist Rex jetzt vielleicht irgendwie der Falsche, würde ich denken, oder? Findet Shepard, den Echten. Hey, was hat er mit Bremst ihn gemeint? Wir dürfen Shepard doch töten, wenn wir müssen, oder? Du könntest versuchen. Richtig. Das hast du gut erkannt. Das ist scheiße für euch. So. Aber ihr könnt es trotzdem probieren. So. Ich verziehe mich mal kurz in Deckung. Wegen diesem komischen Schildtypen hier. Rex. Typisch Rex.
Meine Güte, was ist denn hier los? Ich gehe mal kurz Scarus wiederbeleben in der Zwischenzeit. So. Ah, er hat es noch gar nicht geschafft. So, jetzt aber. Kommst du, Scarus? Probier's mal ohne Schild. Was haben wir denn hier Schönes? An alle Cat 6 Weitschuss-Spezialisten. WSS-Mailingliste. Thema flexible Primärwaffenkonten. Okay, Scharfschützen. Das Management hat eine Beschwerde von WSS Bell erhalten, dass es unzumutbar ist, mit Standardbewaffnung loszuziehen, anstatt sich seine Ausrüstung individuell zusammenzustellen. In Zukunft läuft das so. Sie können entweder die Standardbewaffnung nehmen oder ein flexibles Konto beantragen, das Ihnen einen jährlichen Zusatzsold für neue Waffen, Upgrades und Wartung gewährt. Es ist Ihre Entscheidung, aber wer mit den Mods nicht umgehen kann und sich mit Sprengmunition den eigenen Fuß wegballert, hat eben Pech gehabt. So wie WSS Bell. Die Credits in dem flexiblen Konto verfallen am Jahresende. Geschäftsjahr, nicht Kalenderjahr. Und noch was, da WSS Bell nicht mehr dienstfähig ist, sammeln wir gerade für eine Du hast dir den Fuß weggeschossen Karte, damit wir Susan mit einem Lächeln in den Ruhestand schicken können. Sympathisch. Eine Tasse. Edie, hier ist der Shepard. Sie müssen die Normandy abriegeln. Ist das möglich? Edie, hören Sie mich? Ich nehme an, sie hat eigene Probleme. Gehen wir zum Frachtraum. Ich glaube, Edie ist abgeschaltet, oder? Hatten die es nicht irgendwie erwähnt? Na gut. Schauen wir mal. Recycling-Tonne. Er schafft Sachen aus meiner Kabine raus. Oh, das bedeutet Krieg. Ein Traum. Ihr seid so spitze. Du kannst ihm das Schiff stehlen, aber wenn du anfängst, die Sachen aus der Kabine rauszuschmeißen, dann bist du gefickt, Freund. Okay. Möchte jemand über die Geschichte seines Volkes sprechen? Nein. Dann bin ich also der Einzige, der unsere Gespräche in den Fahrstühlen auf der Citadel vermisst? Ja. Sehr enttäuschend. Ach, Garrus, du bist super. Habe ich schon mal erwähnt, dass das DLC toll ist? Showdown. Also, das ist unheimlich. Hören Sie auf, mein Schiff zu beschießen! Es ist nicht Ihr Schiff. Bald schon! Ich habe Ihren Namen, Ihren Spectre-Rang, sogar Ihre Fingerabdrücke! Und dann sollte ich sterben. Hat nicht geklappt. Sie wollen mit falschen Fingerabdrücken den Rat oder Hackett täuschen? Wie sieht's aus mit dem großen Plan? Hatchet-Trupp zur Shuttle-Bucht! Jetzt geht's also los. Oh, der Klon hat auch Medigel, ist ja Wahnsinn. Na gut, möchte Garrus vielleicht mal die Schilde von dem Klon runterjagen? Oh ja, nett. Das finde ich doch schon mal schön. Eigentlich zählt ja nur der Klon, ne? Commander, die Normandy bereitet einen ÜLG-Sprung vor. Was? Wer hat mich denn jetzt angegriffen von der Seite? Ich meine, klar, ich habe was durch die Handgranate verloren, aber dann... Machen wir das doch gleich nochmal. So, bitte nochmal. Alles auf den Klon. Ach, hier vorne ist er ja schon. So. Ach, er hat gerade mal einen Teleport gemacht. Ist klar. Die Schilde stehen wieder. Was macht der denn hier für einen Spaß? So. Oh, shit. Da hat jemand ordentlich was an Granaten auf den Boden geschmissen gerade. So,
Macht, was ihr wollt. Ich kämpfe gegen den Klon. Ja, ja. Ich höre. So, möchte mir jemand helfen? Immer weiter, auf den kleinen Klon. So, mal kurz hier jemanden wiederbeleben. Ich sehe gar nichts mehr hier. Der Typ verwirrt mich. Ist dir klar, dass hier das Medigeld ausgeht, kleiner Klon? Hm? Was? Oh, wir fliegen durch die Stadt. Versuch mal Joker zu treffen. 30 Grad vor der Nase bleiben, das blockiert die Kursberechnung. Das macht uns zum perfekten Ziel. Nein, das macht uns zum Köder. Soll ich ans Steuer? Nein. Ah, Cortez ist dran. Na sowas. Da haben sich ja die Fachmänner gefunden. Verdammt! Das Shuttle soll raus und das Ding runterholen! Okay, nächste Runde. Ja, die offene Tür, so scheiß drauf. Okay. Ich bin dabei. Wo ist er denn? Halt, halt, halt. Der versteckt sich, die feige Sau. Gibt's da noch andere Feinde? Nee, ne? Gut, dann nehmen wir uns mal Brooks vor. Wow, warte, warte, warte. Wo ist er denn? Halt! Nicht so schnell. Er ist weg. Ist sehr spannend. Ach, na sieh mal an. Wo kam der denn her? Ja, bin ich aber nicht. Doof gelaufen, wa? Irgendwie portet sich der Typ immer, habe ich das Gefühl. Der bleibt doch nie am selben Ort. Der cheatet doch. So. Ah, der nervt mich ohne Ende. Komm schon. Möchte mich jemand mit seinem Blutbad unterstützen? So ein kroganischer Typ oder sowas? Nein, bist du nicht. Die Frage ist, wer hat die Freunde, ne? Das macht ihn so besonders. Danke. Und du stehst allein. Was ist mit diesem Pijack? Wir retten ihn. Er wollte uns zwar umbringen, aber wir begeben uns nicht auf sein Niveau runter.
Nehmen Sie meine Hand. Und dann? Und dann leben Sie. Wofür? Zum Glück waren sie nicht lange genug hier, um echte Schäden anzurichten. Obwohl James mir wahrscheinlich helfen muss, die Trümmer in der Shuttlebucht wegzuräumen. Und sie haben beim Feuern auf uns die Wärmeverteilung überlastet. Haben sie bemerkt, dass der Shuttle-Typ geflogen ist wie eine Eins, damit wir in einem Stück bleiben? Es ist schön, auch mal was Wendigeres zu fliegen als ein Kodiak. Was ist mit Edie? Ist sie wieder online? Ich kontrolliere die Normandy wieder komplett. Das hört man gern. Und die Söldner? Überlebende? Nur ein mieser Pilot und sie. Die Allianz bringt sie in eine Hochsicherheitsanlage. Vielleicht weiß sie ein paar Sachen über Cerberus. Ich werde mit den Behörden uneingeschränkt kooperieren. Na, natürlich wollen wir sie nicht töten. Ich habe sie übrigens auch genau deshalb, weil ich sie nicht töten wollte, nicht angegriffen im Kampf jetzt. Nur das eine Mal, als ich mal meine Schilde wieder aufladen musste, den Frontalangriff gemacht. Ansonsten habe ich es versucht zu vermeiden, sie anzugreifen, damit sie eben gerade überlebt. Da werde ich sie jetzt nicht umbringen. Maya, den Ton kenne ich. Ach ja? Wirklich? Sie kriegen eine Chance zur Rehabilitation. Nutzen Sie sie. So ernst? Irgendwie hat es Ihnen doch gefallen, als Legende angehimmelt zu werden. Wir haben zusammen gelacht. Vielleicht nicht das letzte Mal. Nein, werde ich nicht. Weil Sie in Ihrer Zelle bleiben und Ihre Zeit absitzen werden. Angst, dass ich fliehe und Rache nehme? Fürchtet der große Commander Shepard etwa um sein Leben? Ich fürchte um Ihres. Wie rücksichtsvoll. Dann geht's jetzt wohl hinter Gitter. Er hätte mich nicht leben lassen. Genau. Man kann nicht alles klonen. Früher hätten wir sie einfach erschossen. Gute alte Zeit. Der Rest des Teams wartet draußen, Kommandant. Die Normandy wird bald wieder einsatzbereit sein. Gute Nachricht. Naja, nach dem Landurlaub ist vor dem Landurlaub. Vielleicht können wir mal richtig Pause machen. Ohne Explosionen und so. Nur wir. Ohne Explosion? Naja, ich weiß nicht. Aber nur wir klingt gut. Echt cool. Was kommt nach einem harten Kampf gegen einen bösen Klon wohl als nächstes? Nickerchen? Bitte! Wir machen Party! Also, ich muss gehen und noch einiges klären vor der Rückkehr nach Tuchanka. Der Chef muss immer die Feuer löschen, stimmt's? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie abhängen wollen oder diese Party stattfindet. Bis dann! Party, Oh, kein Druck! Niemand zwingt sie, eine Party zu geben. Ist nur so eine Idee. Na klar, komm, lass knacken. Okay, gute Idee. Wir machen das. Ich habe frei verfügbare Finanzmittel an Ihr Konto überwiesen. Für den Kauf von Vorräten für die Fire Commander. Okay, Edie und Cortez und Trainer sind dabei. Was? Was?
Ich habe außerdem Dr. Tassoni über potenzielle Festivitäten informiert. Halt, halt! Die Gästeliste ist meine Sache. Einen Ausladen-Button hat dieses Ding nicht. Okay, aber wenn's soweit ist, mach ich den Rest. Cortez hat James eingeladen. Okay. Ich gehe raus. Wie viel Ärger kann man machen, ohne sich den Oberschenkel zu brechen? Mitglieder Ihrer Crew würden gerne Zeit mit Ihnen verbringen. Sie können Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Falls Sie Aktivitäten wünschen, der Silver Sun Strip hat neben dem Casino auch eine Arcade. Sie haben zudem einen kostenfreien Pass für den Kampfsimulator erhalten. Danke, Cliff. Ich sollte mir wohl selbst auch etwas Landurlaub gönnen. Das war ja mal ein echt fettes DLC, finde ich. Ja, Normandy-Reparaturen, okay. Nee, das war richtig cool. Also ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen. Der Humor war großartig drin in dem ganzen DLC. Und es hat halt auch nochmal betont, was Shepards Stärke ausmacht. Das ist nicht nur seine Kampfstärke, sondern eben, dass er in der Lage ist, Freunde zu gewinnen und die ihm bis zum Ende beistehen. Gut, dass die Tante da dann am Ende die Seiten wechselt und die böse ist, das dachte ich mir fast schon irgendwie. Weil sie eben doch sehr verdächtig nervig war, wie sie so einen auf, weiß ich nicht, auf übernervöses Tussilein gemacht hat. Na gut, jetzt haben wir ziemlich viel in der Aufnahmesession gemacht. Zwei große DLCs durchgezogen. Aber das hat mir echt gut gefallen. Also ich glaube, ich meine, das ist jetzt auch seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder eine Neuerfahrung in dem Spiel. Ne? Ich habe ja ansonsten eigentlich alles schon gespielt gehabt, alle anderen DLCs und alle anderen Teile. Von daher weiß ich nicht, ob es jetzt daran liegt, aber das könnte schon mein Lieblings-DLC sein. Vorher war es Leviathan, jetzt das hier, denke ich. Haben wir die zwei Lieblings-DLCs in einer Folge durchgezogen, in einer Aufnahmesession. Wir werden uns beim nächsten Mal noch ein bisschen hier umschauen, was wir denn für Gespräche so führen können und was sind noch so für Möglichkeiten abseits der Primärstory, sag ich mal, dieses DLCs hier noch da sind. Aber jetzt werde ich erstmal die Aufnahme beenden, hab doch jetzt schon ziemlich lange aufgenommen, glaube ich. Schauen wir uns alles beim nächsten Mal an und dann geht's auch mit der Hauptstory weiter bei den Asari. Bis dahin macht's gut, haut rein und bis bald.